Und willkommen zurück zu Folge 115. So, wir waren jetzt auf dem Weg, Holz zu holen. Das werden wir jetzt auch mal machen. Deswegen hier, ja komm. Kann ja nicht schaden, fast 2,6. Wie gesagt, das mache ich nur extra, damit halt eine Verkleidung dahinter ist und ich weiß ungefähr dann immer, oh, wenn ich da außerhalb meines Ringes Holz sehe, dann ist da irgendwas an kabelmäßig hinter. Meist sind das entweder die CME-Kabel oder Stromkabel. Mehr laufen da auch nicht hinter. So. Nee, das werden wir schon ordentlich machen. Dann machen wir das so. So. Und jetzt hier runter. Oha. Nein, 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 nein. Ja. Dann halt so. Jetzt wollte ich das ja hier auch noch auskleiden. Damit es, wie gesagt, ein bisschen besser aussieht. Außerdem, wenn man da reinguckt, sieht es ja schäbig aus. Das will ich ja nicht. Muss ja gut aussehen. So. Dam, dam, dam. Hier brauchen wir nicht mehr. Da können wir zumachen. Oh nein, da war schlecht. So. Upp. Holz, 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 Holz. Da müssen wir noch was kloppen und dann haben wir das auch schon geschafft. Dann haben wir fast Strom ganz komplett oben. Dock. Ah, da können wir auch hier kommen. Können wir schon mal hier. Dit, 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 dit. Na komm schon. Dann können wir hier hinter noch Cover setzen. Dann sieht das auch okay aus. Hier, ja komm. Wie gesagt, dann setzen wir da später Covers hin. So. Und jetzt da noch nicht ganz fertig machen. Ja, den lass erstmal noch laufen. Dann kann nämlich der Rest weg. Weg, 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 weg. Alles, was ich jetzt wieder in den Kisten habe, muss erstmal wieder irgendwo rein, damit ich zumindest das Weizen auffüllen kann. Denn, denn. Das, das. Die Quirle hier, die brauche ich nicht hier drinne. Das kann hier weg. Ich glaube nicht, dass ich mit 17 auskomme. Aber schauen wir mal. Die Quirle können das mal rein. Wir brauchen uns Zeug davon. Hier können wir das Eisenzeug rein. Müllkiste. Ja. Steinholz behalte ich mal. Brauchen wir Waterproof, ne? Aber wir brauchen jetzt erstmal ja das Weizen. Weizen und die Samen vielleicht. Dann machen wir da hinten. Warte mal, hier ist doch bestimmt auch noch viel Weizen drin, ja. Weil jetzt mal gerade die Samen gegen die Weizen austausche kommen. Ein Stack brauchen wir. Jetzt hier aus, hier ist auch noch Weizen drin. Hier ist Weizen drin. Da. Ja, damit. Dann kommt das zumindest ins System rein. Dann müssen wir, glaube ich, unsere 500, 112 schon erreicht haben, ne? Jetzt werden wir das mal eben so machen. Schauen wir mal, wie viel ist hier drin. Hier ist 44 drinne. Hier ist ein komplettes Stack. Wir werden erstmal da das eine wegpacken. Ja, das hier. Kann dann noch arbeiten. Das Problem ist, jetzt ist hier natürlich ein bisschen hell drinne. Er kann aber arbeiten. Das scheint kein Problem zu sein. Und wenn, dann muss ich das jetzt mal eben so abkleiden, ungefähr ein bisschen. Dann geht das vielleicht. Oder vielleicht, wenn man sagt, das habe ich ja schon mal ausprobiert. Die Wasser zu wegmacht, hier oben drauf einen Block klatscht. Und dann wieder Wasser zuführt, dann soll es ein bisschen besser gehen. Scheint so auch. Gut. Ja, dann könnte man das noch covern oder vielleicht noch hier an der Ecke noch einen zweiten hinsetzen. Das muss ich mal schauen. So. Das ist weg. Und jetzt sagen wir mal hier. Machen wir mal halbes Sechs rein und die sind gleich alle aufgefüllt. Dankeschön und Dankeschön. Ah, komm schon. Und jetzt. Ne, da müssen wir dran. So, und jetzt füllt er auf. Seht ihr? Jetzt geht das so langsam runter. Ich habe meine 1000 erreicht. Schalten auch die Lampen um und hier füllt er jetzt rein, genau. Da
Könnte jetzt auch sagen, mach hier stackweise rein, ist immer besser. Obwohl es eigentlich auch furzigal ist. Sie können eigentlich am besten einzeln, ne? Dann schmeißt er keine ganzen Stacks rein. Und da habe ich auch nicht die Befürchtung, dass das irgendwie überfüllt da drinne. Das kann ja auch immer passieren. Soll er einzeln reinmachen und fertig ist. Und jetzt hat er wieder alle verbraucht, die er drin hat. Momentan läuft es ja nicht, das ist ja auch Furz. So, jetzt wollte ich die Kabel hier anbringen. Zumindest die nach unten gehen. Ja, die beiden Lavatanks sind voll, das ist krass. Ich brauche aber noch ein paar, das steht fest. Oh, hier würde ich das... Oh, hier muss ich aufpassen. Hier muss ich das ändern. Blub, 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 blub. Hier sehen wir das. Oberirdisch irgendwo dran. Naja, dahin kommen wir nicht mehr. Jetzt brauchen wir noch 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 16, 17, 18, 18, 17 Stück ungefähr. Da habe ich gar keine mehr? Ne. Da habe ich nur Liquids. Plopp. Schau ich mal, hier habe ich aber auch gleich keine mehr drin. Es wird genau. Was ist hier noch drin? Hier ist noch nicht mal. Ja. Das war fast schon klar. Brauchen wir den Magma Crucible noch einmal. Magma Crucible, da brauchen wir hier passt. Brauchen wir ein Stack oder zwei Stacks. Redstone. Die laufen ja gleich auch nicht mehr mit Strom. Das ist zu Ende. Dann machen wir das jetzt so. Sagen wir mit der Config das. Genau, machen wir hier rein. Ah, der hat da noch Strom gespeichert. Wie geil ist das denn? Und dann holen wir uns nämlich von unten jetzt ein paar Zellen hier raus. Gib mir mal eben zwei Zellen. Können wir nicht 20 Stück da mindestens vorherstellen noch. So. Und dann noch hier mal. Ja, Output 100, Output 100. Machen wir voll. Machen wir voll die Scheiße. Und wir holen uns in der Zeit da hinten erstmal, ich glaube, da sind noch Kabel, zumindest Kabel liegend, leere. Und als nächstes wollte ich dann die Weizenabladung von dem System, was da vorne ist, in mein System reinbringen. Da muss ich nochmal in meiner Testwelt schauen, ob ich das irgendwie mit Liquid machen kann, dass er auch da Flüssigkeiten hat. Das weiß ich noch nicht ganz genau, 5 Stück. Da komme ich auch nicht mit viel weit. Ist ja auch fast egal, so. Ein paar Rohstoffe noch hier mit mopsen, das ist besser. Den kann ich mal mitnehmen. Warte mal, war das Hardenglas? Ah, nein, das sind Tankanzeigen. Können aber mit. So geht's auch schneller. Ist, glaube ich, alles voll. Yep. Das ist eindeutig voll. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich da noch genug von hatte. Zip. Zwei Stück davon. Jetzt brauche ich hartes Glas. Da brauche ich noch mehr von, das steht fest. 20 Elektrum. Ich glaube, das war Elektrum, ne? Genau. Dankeschön. Und dann kommen die hier in den Liquid Transposer. Du hast jetzt auch keine Energie mehr verbraucht jetzt eigentlich? Ne. Brauchen du dann nicht, das ist gut bei den Maschinen. Aber da können wir ruhig noch ein bisschen Redstone reinpfeffern. Ja, so ist gut. Muss ja fertig werden. 23, das reicht, glaube ich, erstmal. Ne, da brauche ich jetzt nicht reingehen, dann schaffe ich das nicht. Ich muss hier reingehen. So, wie viel hast du noch? Ja. So, muss jetzt ran. Dann wird die mit 15 gepuffert. Und dann
Wenn die Leitung jetzt da unten angeschlossen, dass der direkt auf diese Zelle wieder geht. Können wir eigentlich auch hier. Wie weit muss ich denn? Ich rechne mal, dass ich hier hochgehe. Ja, ich rechne mal damit, dass ich da hochgehe. Komm schon. 7 Stück. Puh. Die ist voll, die ist voll. Und jetzt müsste da hinten der das zumindest aufpumpen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ist das denn? Das wäre hier irgendwo, ne? Oh, genau über das. Ja, genau hier drüber. Schon fast geahnt. Zwei Stück. Ja, ist ja auch egal. Wenn es jetzt genau hier drüber ist, ist eigentlich Peng. Kann man ja immer noch abkleiden. Dann will ich das nämlich jetzt hier sagen als volle Blöcke. So, da. Nein. Der ganze Weg wird jetzt volle Blöcke werden. Der Grund ist, ich habe nach Angst wieder, dass es hier passieren kann, dass die Blöcke hier einfach verschwinden. Hat die auch, wie gesagt, schon mal. Deswegen mache ich jetzt hier volle Blöcke überall rein. Hier sind volle Blöcke, gut. Jetzt weiß ich aber nicht, wo der lang geht. Doch, hier ist gut. Zumindest bis hierhin alles volle Blöcke. Das ist der Shane. Dann kommt da vorne auch noch eine Zelle zwischen. Ist es denn besser, wenn ich das hier mache? Ja. Dann können wir hier nämlich noch sagen, komm, machen wir noch eine Zelle zwischen. Die wird aber nicht so hoch gepuffert. Ah, vielleicht 10 drauf oder so. 10 ist gut. Was hat er denn da? Blau, ne? Ja. Dann kommst du hier weg. Nee, so. Ja, schon gut. So, dann kann das nämlich alles zugemacht werden und ich habe meine Ruhe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da jetzt ein Glas mache oder sowas, damit ich zumindest drauf gucken kann. Keine Ahnung. Lasse ich jetzt erstmal gerade offen. So, ne? Ja, aber. Na gut, da können jetzt wieder noch volle Blöcke hin. Dann könnte man hier durchschauen. Dann könnte er arbeiten. Gatter. Das wäre gut. So. Dann sind wir hier und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und LP und tschüssen.